Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute geht es am Mittwoch wieder um ein Sample. Es geht um dieses Sample, ein Unnamed Orkney vom unabhängigen Abfüller The Ultimate. Ja, Freunde, und herzlich willkommen wieder bei mir zur nächsten Whisky-Verkostung. Am Mittwoch wieder ein Sample. Ein Sample natürlich wieder vom Franz, ganz klar. Der Franz hat mir dieses Mal zukommen lassen einen unabhängig abgefüllten Unnamed Orkney. Ne? Ein unabhängig abgefüllter Unnamed Orkney von The Ultimate. The Ultimate ist ein holländischer unabhängiger Abfüller. Van Wees heißen die. Und sie füllen Whisky seit 1994 unabhängig ab. Wie gesagt, in Holland sitzen sie und machen, glaube ich, so viel ich weiß, ausschließlich schottischen Whisky. Ich wüsste nicht, dass ich da mal irischen oder andere Whiskys gesehen habe. Weiß ich nicht. Wer das besser weiß, kann mir das dann mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß nur von schottischen Whiskys und habe auch nur schottische Whiskys von denen bisher gesehen. The Ultimate dürfte auch zumindest den Nerds ein Begriff sein. Ne? Diese Flaschen tauchen ja ab und an mal auf. Und hier haben wir einen 16-jährigen Whisky, einen 16-jährigen Unnamed Orkney, 2006 destilliert und 2022 in die Flasche gekommen. Wir haben 46 Volumenprozent Trinkstärke und die Whiskys sind nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Ne? Ja, Unnamed Orkney, zu 99% wird es ein Highland Park sein, sage ich mal. Also bei Scapa weiß man ja, dass die unabhängig oder dass die gar nichts weggeben oder kaum was weggeben. Also ich wüsste nicht, schon mal unabhängig einen Scapa gesehen. Ja, von Gordon und MacPhail von der Distillery Labels Collection, da gibt es einen Scapa unabhängig abgefüllt. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr selten. Also hier wird zu 99% Highland Park drin sein. Man weiß es aber trotzdem nicht genau, ne? Und man kann auch nicht sich 100% sicher sein. Aber wie gesagt, meistens sind es immer Highland Parks. Ja, zu dem Whisky habe ich, wie gesagt, so viel gar nicht gefunden. Nur die Base hat einen Eintrag. Den Base-Link verlinke ich unten mal. Ne? Da könnt ihr dann hinterher mal drauf gehen. Ich habe da nicht großartig weiter drauf rumgeschaut auf der Base, weil das mache ich vorm Whisky probieren nie. Das mache ich immer erst hinterher. Gucke ich mir dann mal an, was die anderen Leute dazu gesagt haben. Ja, wie ihr seht, wir haben Naturfarbe, wir haben ein Refill Cherry Butt, das habe ich ja noch vergessen zu sagen. Es handelt sich um ein Refill Cherry Butt, es ist eine Einzelfassabfüllung und alles weitere könnt ihr dann mal auf der Base gucken. Ne? Der Link ist ja wie gesagt unten verlinkt. Ja, wir haben wunderbare 46 Volumenprozent Trinkstärke, finde ich gut. Wir haben wieder eine wunderbare schöne Schlierenbildung. Wenn das rüberkommt da in der Kamera, könnt ihr euch das mal angucken. Also ich finde, die laufen wunderbar ölig runter. Also ist die Konsistenz auch wieder so in Richtung Öligkeit gehend, ne? Weniger in die Wässrigkeit. Ja, also schauen wir mal, was uns erwartet. Es soll uns erwarten natürlich ein leicht rauchiger Whisky. Ne? Highland Park macht ja leicht rauchige Whiskys. Und bei Sherry, ja, erwarte ich mir bei 16 Jahre Refill Sherry, erwarte ich mir auch schon eine schöne Würzigkeit, eine schöne Fruchtigkeit, wenn es Oloroso Sherry ist. Und ja, schauen wir mal, ne? Ja. Bin ich mir schon fast sicher, dass es Oloroso Sherry ist. Wir haben eine schöne Kellermuffigkeit. Schön muffig, also der ist extrem muffig. Muffig, ledrig. Kaum Rauch, also ein Hauch von Rauch habe ich da nur. Also wirklich fast nicht nennenswert, zumindest in der Nase. Am Gaumen kann das natürlich wieder stärker sein mit dem Rauch, aber in der Nase kaum Rauch zu verspüren. Ich habe Schwefel. Ich habe eine Schwefligkeit. Und gar nicht mal so knapp. Also der ist, der hat ordentlich Schwefel. Ich mag das ja. Also ich mag ja Schwefel
im Whisky, wenn es halt nicht zu doll ist, wenn es nachher nicht die verfaulten Eier sind. Aber alles, was davor ist, so kann ruhig schon kräftig Schwefel drin sein. Ich mag das. Dann kommt, wenn man da so durch diese Würzigkeit, durch diesen Schwefel so ein bisschen durch ist, dann kommt hinten eine schöne Fruchtigkeit und da habe ich eine schöne Orange. Eine schöne, saftige, ausgereifte Orange. Ja, ganz leichter Rauch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Highland Park ist. Ne? Es sollte mich wundern, wenn es ein Scupper wäre. Komischerweise gefallen mir Highland Parks immer besser, wenn sie unabhängig abgefüllt sind, wie die Originalabfüllung. Ist bei mir leider so, ich bin, was Originalabfüllung angeht bei Highland Park, ja, ist das nicht so meine Destille, muss ich sagen. Aber unabhängig abgefüllt findet man immer wieder mal eine schöne, eine wunderbare Abfüllung. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also der hier riecht für mich auch wieder richtig, richtig angenehm, richtig schön, richtig rund, richtig ausgewogen. Vom Alkohol hat man gar nichts in der Nase, also eigentlich quasi null. Schöne Würzigkeit. Wie gesagt, diese Ledrigkeit, diese Muffigkeit, so richtig kellermuffig mit bissle Schwefel. Also, was heißt bissle? Mit kräftigen Schwefel. Ja, ich würde sagen, Freunde, da probieren wir mal. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie der schmeckt. Slange war. Ja, man merkt, der hat Kraft, trotz seiner bloß 46 Volumenprozent. Jetzt deutlich rauchiger am Gaumen wie in der Nase, aber immer noch leicht rauchig, also kein starker, schwerer Rauch, nur so leicht rauchig, aber doch jetzt schon ein bisschen aschig im Mund, so ein Ascherauch ist es, kalte Asche. Also diese Muffigkeit, die hat er auch am Gaumen. Ja, am Gaumen, jetzt kommt der Rauch doch ein bisschen kräftiger, also der ist, ja, er ist leicht rauchig, aber am Gaumen kräftiger wie auf alle Fälle in der Nase der Rauch. Und die Frucht, die ich so in der Nase hatte, diese Orange, die habe ich jetzt am Gaumen gar nicht mehr. Also muss ich gleich nochmal probieren. Beim ersten Schluck überwiegt für mich der Rauch, diese Muffigkeit und Schwefel. Ich hab bei dem eine Schwefeligkeit. Jetzt so im Abgang eine leichte Säuerlichkeit. Dieser Rauch, dieser aschige Rauch und eine Säuerlichkeit. Der Whisky ist auch am Gaumen, finde ich, nicht auf der süßen Seite. Kaum süß, also bisschen Süße ist da, aber wenig, muss ich sagen. Ja, aber durchaus gut trinkbar. Also nichts Schlechtes jetzt, finde ich, aber auch kein überdrüber Whisky, ne? Also auch keine Granate, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Preis habe ich ja noch nichts gesagt. Ich habe den gefunden, den gibt es immer noch im Internet übrigens, ne? Den habe ich gefunden für 55 Euro. 16 Jahre 55 Euro mit 46 Volumenprozent. Leute, da kann man nichts sagen. Da kann man überhaupt nichts sagen zum Preis. Gerade in der heutigen Zeit, ne? Aber ich muss sagen, bei dem gefiel mir jetzt, zumindest beim ersten Schluck, gefiel mir die Nase besser wie der Gaumen. Ne? Der Gaumen war auch okay, war jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht der überdrüber Whisky, ne, wie gesagt. Aber die Nase gefällt mir sehr gut. Die Nase, wie gesagt, leicht schwacher Rauch. Jetzt die Frucht auch gerade jetzt, wenn man sich wenn man den ersten Schluck Whisky schon hatte und sich und die Sinne sich so an die ganzen Aromen gewöhnt haben, dann kommt auch in der Nase jetzt viel mehr die Frucht durch. Also in der Nase habe ich jetzt eindeutig, aber bei mir ist es eine saftige, ausgereifte Orange. Also da bleibe ich bei. Dann dieser Rauch, wie gesagt,
der so leicht ist. Schwefel und Muffigkeit. Das sind die Hauptaromen, die ich jetzt da drin habe. Weiß ich nicht, wenn ich mich mit dem jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde mal hinsetze, werde ich vielleicht auch noch ein paar andere Aromen, ein paar mehr Aromen finden. Aber gut, für 55 Euro, 16 Jahre, also dafür finde ich, bietet er mir, für das Geld bietet er mir gute Aromen, finde ich. So, ich probiere nochmal. Ja, jetzt ist er fast schon, jetzt habe ich so fast schon am Gaumen so eine Note, bisschen Asche, also Asche, Schwefel und so eine leichte, ich kann mir das auch einbilden, aber so eine leichte Hustensaftnote. Weiß nicht, ihr kennt das ja, so bestimmt so Hustensaft hat man früher als Kind ja oft gehabt. Die Leute aus Ostdeutschland, die kennen das ja wahrscheinlich noch. Da war der Hustensaft zu DDR-Zeiten nicht aromatisiert, wie das ja heute teilweise ist, mit Geschmack, mit Erdbeere, Kirsche oder was weiß ich, was da die Hustensäfte da so haben. Und dieser Hustensaft, der früher, der war auch schon so ein bisschen auf der bitteren Seite. Und das hat er hier auch so ein bisschen gehabt. Aber nur so ein Hauch. Also die Frucht, wie gesagt, am Gaumen, die Frucht, die tut sich sehr schwer am Gaumen. Also die ist fast nicht da. Da ist, wie gesagt, die Muffigkeit, die Schwefeligkeit, die Bitterkeit. So ein bisschen jetzt im Abgang auch so die Bitterkeit. Also ein Whisky, der besser in der Nase ist wie am Gaumen, finde ich jedenfalls. Also, muss nochmal probieren. Also, ja, also ich bleib dabei am Gaumen. Er ist trinkbar, er ist gut trinkbar, aber es ist kein überdrüber Whisky. Also am Gaumen hat er mich nicht zu 100% überzeugt, muss ich sagen. Also die Nase, wunderbar, super, rieche ich gerne dran. Kann man sich auch länger mit hinsetzen und gut mal verriechen, aber man will das Teil ja auch trinken, ne? Ist ja ganz klar, dazu ist er ja da. Und am Gaumen wird er schwächer, muss ich sagen. Also am Gaumen wird er schwächer. Das ist eindeutig. Man muss Schwefel mögen, man muss so ein bisschen diese bitteren Aromen mögen. Die Muffigkeit mag ich ja. Ne? Kellermuff ist ja oder ist ja genauso meins. Aber so beim zweiten und dritten Schluck jetzt, da überwiegt so eine Bitterkeit. So. Wie ich gesagt habe, dieser Hustensaft so ein bisschen. Aber mit dieser kalten Asche, das wäre jetzt nicht unbedingt so mein Favoriten-Whisky, sag ich mal. Aber gut, wird bestimmt seine Fans finden und seine Fans haben. 55 Euro, also wer Highland Park-Fan ist, ne, kann sich so eine Flasche natürlich ohne Probleme kaufen und wird sich die wahrscheinlich auch kaufen. Ich werde mir trotzdem keine kaufen für 55 Euro, auch wenn der Preis attraktiv ist. Aber am Gaumen hat er mich nicht so, muss ich sagen, nicht so hundertprozentig überzeugt. Das ist nicht so, ich habe ja noch was drin, ich werde mich mit dem auch nochmal hinsetzen und nochmal auseinandersetzen. Das mache ich immer eigentlich mit so, wenn ich so Reste in Sampleflaschen habe und dann auch mal über einen längeren Zeitraum, mal eine Stunde oder so, ne? Aber ich weiß nicht, ob er so viel besser wird. Der stand ja 20 Minuten ungefähr vorher im Glas. Vielleicht lasse ich ihn auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde stehen, weil es gibt ja auch Whiskys, die lange, lange atmen müssen und dann gut werden. Das muss man dann halt sehen, aber das kann ich jetzt in dem Video so pauschal nicht sagen. Also Freunde, macht mal bei einer Teilung mit, wenn den vielleicht nochmal jemand teilt, bevor man sich die Flasche holt. Nicht, dass ihr nachher sagt, das war nix. Ne? Aber 55 Euro ist ja nur auch nicht die Welt, wenn man Whisky sammelt oder Whisky trinkt. Ne? Muss man ja auch sagen. Gut, Freunde, dann müsst ihr das selber entscheiden. Kaufempfehlung, ich sag mal, also ich kaufe mir den nicht. Weiß ich nicht, also ich spreche da keine Kaufempfehlung aus.
Also am Gaumen hat er mich dann doch nicht überzeugt, muss ich sagen. Aber die Nase fand ich sehr gut und das ist für mich das Fazit. Ja, Freunde, dann bleibt mir nur noch wieder zu sagen, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Wer das noch nicht getan hat, würde mich sehr freuen, wieder neue Leute bei mir begrüßen zu dürfen. Und macht die Glocke an natürlich, dann verpasst ihr kein Video mehr, ne? Ja, dann würde ich mich verabschieden und sage mal bis zum nächsten Test, Verkostung, wie auch immer. Macht es gut. Ciao.